Hallo Leute, Matthias wieder hier aus dem wunderschönen Thailand. Ja, wir sind jetzt hier bei der Fahrprüfung in Prasat mit dem Kang. Und die schriftliche Prüfung hat er bereits genommen. Und jetzt ist da so ein Fahrerpolygon, da muss er auch noch durch. Also fahren mit dem Auto die praktische Prüfung sozusagen. Die geht dann jetzt irgendwann gleich los, ich glaube 1 Uhr oder so. Und ja, schauen wir mal. Hoffen wir das Beste, dass er das auch schafft. Also ich habe meine Bedenken gehabt bei der schriftlichen Prüfung, dass da ein bisschen hapert. Aber der hat 48 Punkte gemacht von 50 möglichen. Also hat er ganz gut abgeschnitten. Okay, und schauen wir uns noch ein bisschen hier um. Also das hier ist der, wo dann die Prüfung, die Fahrprüfung stattfindet, ne? Mit Parken und was die da alles so haben. Ja, sind schon viele Leute dabei, deshalb möchte ich auch nicht so laut sprechen. Das ist meine Amondrat und die Mimi. Alle natürlich ganz happy, dass der Kang das geschafft hat jetzt erstmal. So, und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich hoffe ja sehr, dass er das nimmt. Sollte er aber trotz allen Erweiterungen durchrasseln, muss er halt nur diese Prüfung nochmal wiederholen. Das heißt, die schriftliche Prüfung bleibt gültig. Das muss er nicht nochmal machen. Okay. Ist alles sehr schön hier mit Grün. Und die Leute haben sich alle in Schatten gezogen. Und warten. Ist nicht der Einzige, das sind einige, die heute Prüfung haben. Ne? Ich weiß nicht, auch die Motorräder oder nur Autos, keine Ahnung, aber das schauen wir noch. So, der Eisverkäufer ist auch da. Sehe ich gerade, werde ich gleich ein Eis holen. Hoffe, dass es genauso gut ist wie bei uns im Dorf. Dieses Kokosnuss-Eis, das ist sehr gut. So Leute, und hier ist das, ja, das Verkehrsamt oder Führerscheinstelle oder wie soll man, Surin Provincial Land Transport Office. Ja, jetzt haben wir es. In Prasat wohlgemerkt, nicht in Surin, aber Prasat gehört ja auch zu Landkreis Surin. Deshalb konnte der Kang hierher kommen, weil in Surin, wie gesagt, hätte da noch fast 3 Monate warten müssen. Und das wollten wir natürlich nicht. Weiß ich nicht, wo der hingegangen ist. Wir haben die Pet und die Kinder auch mitgenommen. Die wollen natürlich auch sehen. Also der Straßenverkauf hat heute zu. Aber gut, wenn der jetzt den Führerschein hat, dann kann es losgehen. Ne? Nee, der ist nicht hier. Und wir sind jetzt mit seinem Auto gekommen, damit er auch mit seinem Auto die Prüfung besteht. Nicht? Da steht das gute Stück. Ja, okay. Ach, da gibt es auch Kaffee, Leute. Ja gut, die wissen aber, Prüfung ist, kommen die Leute und da machen die irgendwie auch ihr Geschäft. Ich werde mir jetzt jedenfalls ein Eis holen, weil es ist ziemlich warm. Ja, und jetzt noch zu den Kosten vielleicht etwas sagen. Also ist unglaublich, wenn das jetzt wirklich stimmt, was mir meine Frau erzählt hat. Also sollte er den Führerschein nehmen jetzt, dann zahlt er 205 Baht für den Führerschein. Und da hat er noch mal 30 Baht für das Arztdings da, für den ärztlichen Attest oder wie man sagt. Bezahlt, also hat ihn der Führerschein, ja, 235 Baht gekostet, Leute. Also mit 235 Baht kann man hier in Thailand den Führerschein machen. Das muss man sich mal vorstellen, wenn man denkt, was er in Deutschland kostet, ne? So. Ich hoffe sehr, dass ich da filmen darf. Also, wenn nicht, werden die mich schon zurechtweisen. Aber ich glaube, das ist kein Problem.
Jetzt mal gespannt, wann es losgeht. Ah, da ist ja der Akin, der Capo. Ah, das ist ja die ganze Truppe. Okay, die haben sich hier in Schatten gezogen, klar. Alle ein bisschen angespannt, der kann sowieso nicht, aber gut, ist nicht schlimm. Sollte es nicht schaffen heute. Also, das ist die Family. Das ist der Capo. Akin. Die Pet. Und der Kang. Der ist ein bisschen aufgeregt, habe ich den Eindruck, aber wir wünschen ihm alles Gute, ne? Okay. Und dann schauen wir mal, wann es losgeht, ne? Also, da sieht man nochmal die verschiedenen Strecken, die wir da fahren müssen. Ja, sieht nicht schlimm aus. Also gut, der Kang hat jetzt keinerlei Erfahrung mit seiner Gangschaltung und so, aber ich glaube schon, dass er das hinkriegt. So, ich muss jetzt zu meiner Frau zurück und möchte die Leute, die hier warten, nicht alle filmen, weil, ja, wie ich schon sagte, man weiß ja nicht, manche mögen nicht unbedingt, dass man sie filmt. Und deshalb. So. Also Leute, die Mimi muss hier bleiben und wir gehen Eis kaufen. Das scheint gleich loszugehen mit der Prüfung. Da bin ich mal gespannt. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich da das auch filmen darf, wenn die da die Prüfung, wenn die da fahren. Aha, Suppe hat man auch hier. Ja, das ist halt so den Saleng umgebaut. Und da kannst du überall hinfahren, Leute. Da kann man, ja, mit Teller, allem drum und dran. Ja, so sieht das aus, die Suppenküche hier in Thailand. So, aber Suppe wollen wir keine. Wir wollen ein Eis, Leute. Und schauen wir mal, wie das aussieht hier. Oh, die hat mehrere Sorten jetzt. I make a mix. Das ist nicht nur Kokosnuss, das ist auch anderes. Aber okay. Ist auch okay. Was trinken Sie so, Schatz? So, Leute. Jetzt auch gleich für den Akin und für den Rest Eis kaufen, wer möchte. Ja, der hat eine Glocke. Wenn sie herumfährt, dass man sie hört, ne? Ja, also das ist. It's yours, or no? No, Akin. Akin. Die waren meist in der Schule. Der Akin hat behauptet, er ist krank heute, wollte er nicht. Dann ist er zu Hause geblieben. Ja, Leute, das ist halt Thailand. Aber wir waren ja schon in der Früh hier und haben den Kang hierher gebracht zur Prüfung. Um 7 Uhr waren wir schon hier, ne? Und da war kaum was los, aber jetzt ist schon ziemlich viele Leute da, ne? Oh, das ist dem Farang seins. Ein Bohnenbrot. Ah, und meine Frau will das im Brot. Ich weiß nicht, das ist nicht unbedingt mein Ding, aber manche mögen es halt, also Brot. Das ist so, ja, Brot kann man sagen, oder? Fume? Kang and Pet not want? No. Also nur für den Akin, die anderen wollen keines. So, jetzt wird sich das im Brot dann aus. Ja, also zeigen wir alle drei nochmal. So. Amen. Okay, Leute. Und dann gehen wir jetzt schön nochmal hin und schauen, wann es losgeht. Oder können wir uns hier ein bisschen hinsetzen? Das wäre doch auch schön hier im Schatten. Ja. Weil da neben dem Dings, da sind schon zu viele Leute.
Da können wir eigentlich hingehen, wenn das losgeht. Why not stay here? What? Not? Akin. Akin, yeah, we're going with. But then everyone can come here. Mm. So, Leute. Der kommt da ganz happy mit dem Eis in der Hand. Okay. So Leute, also wie das aussieht, dauert das jetzt noch ein bisschen. Ich weiß nicht genau, wann das anfängt. Und deshalb beende ich jetzt dieses Video hier erstmal und schauen wir mal, ob ich das überhaupt filmen darf, wenn die da jetzt wirklich Prüfung machen oder ob die Leute was dagegen haben. Jedenfalls, wir wünschen dem Kang nur das Beste natürlich und hoffentlich klappt es, dass er den Führerschein hat. Das wäre für uns alle das Beste, für mich auch. Da müsste ich nicht immer allein fahren, sondern könnte mich auch fahren lassen, egal, im Urlaub oder so. Könnte ich ab und zu auch mal gemütlich daneben sitzen und ja, Kaffee trinken oder ein Bierchen, was auch immer. Okay, Leute. Und das war es dann auch schon für heute erstmal. Ja, euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal, euer Matthias aus dem wunderschönen Thailand und tschüss.